geehrte Zuhörer. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Heute stehen wir hier gemeinsam, Schulter an Schulter, vereint in unserer Vielfalt, getragen von dem universellen Streben nach Frieden, Verständnis und Güte. Jeder von uns fühlt diesen Urinstinkt, aber leider ist selbst dieser kleinste gemeinsame Nenner nicht selbstverständlich, nicht allen klar. Deshalb ist es wichtig, an solchen Tagen, solchen Gelegenheiten wie heute, daran zu erinnern, dieses Gemeinsame hervorzuheben und zu benennen. Das heutige Motto, wo wir eingeladen sind, ist ein Psalm: Lass ab vom Bösen und tu Gutes, liebe Frieden und jage nach ihm. Ist eine leuchtende Fackel in dieser Welt, die sich oft im Dunkeln voller Missverständnisse und Widersprüchen und Konflikten verirrt. Im Herzen des Islams, wie in vielen anderen Glaubensrichtungen, nennen wir diese goldenen Prinzipien. Und auf Arabisch heißt es Amr bil Ma'ruf, das Gebot zum Guten, und Nahy an al-Munkar, das Verwehren des Bösen. Diese Prinzipien sind nicht nur bloße Worte, sondern sind Aufforderungen zum Handeln. Im Koran, Sure 3, Vers 104, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und es soll Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, das Recht gebietet und das Verwerfliche verbietet. Und dies sind es, die erfolgreich sein werden. وَتَكُونَ مِنْكُمْ أُمَّةً تَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Amr bil Ma'ruf lehrt uns, das Gute in dieser Welt zu fördern, es laut auszusprechen und danach zu handeln, mit Weisheit, also Hikmah, und zum Leben zu erwecken dadurch. Es ist ein Aufruf, Gerechtigkeit, Mitgefühl und Verständnis, Liebe und Alltag gegenüber allen Menschen zu praktizieren, nicht nur gegenüber anderen Muslimen. Nahy an al-Munkar, also das Verwehren des Bösen, erinnert uns daran, gegen Ungerechtigkeit, Hass, Doppelmoral und Spaltung zu stehen, wo immer wir es auch begegnen, sei es sogar in uns selbst. Es ist ein Gebot, unsere Stimme gegen die falschen Handlungen zu erheben, nicht mit Hass, sondern mit wieder Weisheit, der Hekma, der Stärkung, der Vernunft, des Zuhörens und der Geduld. Es lehrt uns das Dunkel des Bösen nicht mit weiterer Dunkelheit, sondern mit Licht zu bekämpfen, dem Licht der Menschlichkeit, der Liebe, das in jedem von uns brennt. Lass uns inspiriert durch dieses Gebot Gutes tun und Böses verhindern und die Welt ein kleines Stückchen besser machen. Wie heißt es so schön in Neudeutsch? Think global, act local. Fangen wir uns an mit uns selbst. Es gibt keine Ausreden. Jeder kann mit sich selber anfangen. Und weiten wir das aus auf unsere Familien, auf unsere Gemeinschaft, auf unsere Gemeinden, auf unsere Nachbarschaft, auf unser Stadtteil und jeder mit seiner Einflusssphäre, dann vielleicht auch auf größere Ebenen. Jeder hat einen gewissen Einfluss, einen Einflusskreis. Lass uns zeigen, dass trotz der unterschiedlichen Religionsüberzeugungen unser Ziel dasselbe ist. Ein friedvolles Miteinander, gegenseitigen Respekt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.